Was hast du eigentlich am Wochenende gewählt in Berlin? KIZ oder was sonst? Dannemann und die postfaktische Radikale! Ja. Armes Deutschland, Alman, Stufe Rot. Das Niveau geht runter und das Adrenalin hoch. Es geht hoch und die Hemmschwelle sinkt. Limbo-Time, ich bin so frei, lass mal schnell beginnen. Mittelstand, Einzelkind, nichts nutzt. Alman, Stufe Rot, wie mit ohne Lichtschutz. So verdammt ehrenlos und stolz befreit. Ja, die Lauchigkeit ist auch nicht weit im Land der großen Volksparteien. Der offene Münder, der sinkenden Kinnladen. Der Betroffenheit für ertrinkende Sinnfragen. Große Empathie für alles Selbsterlebte. Doch in der Brandung ist der erste Fels die Knete. Es geht hoch, wie mein Blutdruck bei den Parlamentswahlen. Da sitzen die Nazis bei den anderen Gangstern. Gut verteilte Logenplätze und die alten hohen Sätze. Media-Volumen und durchgestylte Promo-Hetze. Ja, immun gegen jede Recherche. Bewegen die Ärsche auf verwegene Märsche. Du bist gar nicht rechts, warum sagst du das nicht gleich? Du gehst sogar wählen, aber was, wenn das nicht reicht? Dagegen ist nicht mehr dagegen genug. Ja, wir haben's mit Verständnis und Reden versucht. Doch deswegen steckt in jedem Segen ein Fluch. Und in der Regel sind 9 von 10 Regeln Betrug. Die Sicht wird nur kränker, nichts mehr undenkbar. Höchste Zeit für Streit, Schlichter und Lenker. Stell's nicht in Frage, es hält sich die vage Vermutung. Artikel 3 wälzt sich im Grabe. Armes Deutschland, Alman, Stufe Rot. Das Niveau geht runter und das Adrenalin hoch. Es geht hoch und die Hemmschwelle sinkt. Radikal, ich bin so frei, lass die Schelle schwingen. Es geht hoch.